Hoi, da was geht ab, Leute, T-Bubble hier. Wir reden heute über ein paar Handtraps, die jetzt dann möglicherweise besser werden für das Format. Ja, genau. Da ja jetzt Bosch rausgekommen ist und im Grunde Pepe recht stark ist und stark werden wird und die auch First Turn viele Flags machen können, richtig gut rauslegen können mit Infinity, Raphaesia und alles mögliche, haben wir uns ein paar Gedanken gemacht und da gibt es so ein paar Karten, die wir euch mal zeigen möchten, die wirklich gut dagegen sind, um die einfach zu stören oder zu stoppen. Genau. Fangen wir mal an mit Max C. Ist klar, einfach halt um selber um zu ziehen oder halt, dass der Gegner eventuell dann stoppt und nicht will, dass wir weiterziehen, ja, kann auch passieren. Auch gegen Mermaid gut. Gegen Mermaid sehr gut, ja. Um sie zu stoppen und zu ziehen. Genau, weil die Special auch eigentlich immer recht viel. In Verbindung natürlich mit zu Max C ist Tragödia. Einfach um auch eine OTK zu stoppen, wie jetzt bei Mermaid zum Beispiel. Eben, weil viele Mermaid-Spieler, wenn sie den OTK durchziehen können, dann zieht sie den auch durch, dann auch wenn Max C aktiviert ist. Genau. Und viele erwarten ja Tragödie nicht, spielt man heutzutage nicht mehr so viel, aber wenn man die dann hat und die dann eben specialt, wenn man Max C aktiviert hat, dann wahrscheinlich auch viele Handkarten haben, Tragödie dementsprechend stark. Genau, und droppt den Überraschungseffekt. Droppt OTK und das ist ja das, was man eigentlich auch braucht. Eine Karte, die eventuell auch wieder zurückkommen könnte, wäre Wailer. Gegen Joker ganz gut, gegen den neuen Wizard ganz gut. Gegen Feral Imps vielleicht, ja. Kommt drauf an. Zum Beispiel, dass man auch im First Turn Gegner stoppen kann, Karten zu adden, die er braucht oder die er benötigt. Wäre eine Option, ob das dann auch kommt, wissen wir noch nicht. Was auch eine sehr gute Option ist, ist Flying Sea. Ja, dass man auch wieder, wenn der Gegner anfängt mit seiner Combo und alles Mögliche in der Flying Sea hinlegt, damit er halt dann nicht auf Exit gehen kann. Kein Raphaesia, ja, kein Infinity. Genau, weil Pepe bringt meistens für Turn immer auch wirklich krasse Monster raus mit Raphaesia, Infinity, Feral Imps können sie rausbringen, ganz easy, dann wieder was suchen. Also auch ganz gut, um ihn im ersten Zug zu stoppen. Definitiv. Nächste Karte, Doran Lockbird, ja, gibt es auch eine gute Kombo, die wird uns bei Altfläche erzählen. Zu Doran Lockbird ist eigentlich ganz klar, den ersten Tor macht er, den nächsten Tor macht er nicht, sprich, er kann sich die Karten suchen, die man braucht. Ja, wir werden sehen, ob jetzt das Pepe mit Ariadne in dem Format jetzt gespielt wird oder nicht, und weiß man noch nicht, aber die Karte auf jeden Fall ganz gut, um einfach diesen Ding zu stoppen. Erzähl mal die Combo. Also das Ding ist, wir haben uns im Internet darüber informiert, viele haben gesagt, es geht nicht, aber wie es scheint, geht es jetzt doch, dass die Combo mit Durendal und Ron Lockbird, dass wenn der Gegner eine Karte sich auf die Hand sucht, und dann ist eben der Gameset da, in dem man Ron Lockbird aktivieren würde, und dass man dann erst Chainlink 1 Durendal aktiviert zum Reinmischen und dann Chainlink 2 Drone Lockbird, dann wäre das eben so, die ganze Hand von beiden wird reingemischt, aber man zieht nicht nach, das heißt, der Gegner hat keine Handkarte mehr. Ja, also es wird immer darum gestritten, ob es geht, ob man den anchainen kann an Durendal, aber es geht, weil man aktiviert ihn ja in derselben Chain wie Durendal und da geht ja eben noch der Game State von der Gegner hat sich eine Karte geaddet, also kann man das auch so aktivieren. Und die Kombo würde gehen. Auf jeden Fall eine richtig starke Kombo, finde ich jetzt, also wenn es wirklich so ist. Anscheinend haben sie auch ein paar auf Turnieren gespielt. Und die Justice meinten, es hat... Ozeanien. Egal wo, aber die meisten haben gesagt, dass es funktioniert. Wir werden trotzdem noch dranbleiben, also viele sagen, es geht. Wir werden trotzdem noch dranbleiben und gucken, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Vielleicht ein paar Judges fragen oder Head Judges oder was auch immer. Ja, aber wenn es geht, dann wäre das schon. Wenn es geht, wäre es auf jeden Fall eine echt gute Kombo. Spielentscheidend. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Und dann zur letzten Karte, zur letzten Handtrap, die man hat, ist Ghost Ogre und Snow Rabbit. Man kennt die Karte, die war eine Zeit lang im Main, dann hat man sie im Cosmo gespielt. Eine sehr, sehr starke Karte, ist jetzt wieder zurückgegangen, weil man hat sie dann jetzt eine Zeit lang doch nicht mehr gespielt, aber jetzt mittlerweile wieder, allein um die Scales der Gegner zu schießen, wenn sie ihre Effekte aktivieren, wie bei den Magicians, wie bei Dragon Pit zum Beispiel. Ja, und jetzt in Zukunft, jetzt kommt halt dieser Monkey Board, der halt auch suchen darf. Ja, noch ein Besucher für Pepe, dass man den auf den, dass man Sorabit auf den auf die Aktivierung des Monkey Boards Effekt
anscheinen kann und dann zerstören kann. Also ich bin eine richtig gute Karte. Noch dazu im OCG wird die Seite dreimal gespielt. Ja, ja. Also im Sideboard. Das Mirror-Match. Genau. Um eben Monkey zu stoppen. Genau. Weil Monkey kann man ja auch einmal pro Runde aktivieren. Heißt, er aktiviert Monkey, genau. Dann Chain Snow Rabbit an. Er könnte dann noch einen Monkey reinlegen, um zu pendeln, aber es wäre schlecht, weil er dann den Effekt nicht mehr aktivieren könnte. Deswegen wird er das wahrscheinlich auch nicht machen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sideboard-Karte. Man wird sehen, ob man sie auch im Main spielt. Man muss dann mal gucken, wie die Verteilung jetzt ist von dem Meta. Mittlerweile, ob jetzt Pepe wirklich ein AT0-Deck wird oder ob jetzt Cosmo noch mithalten kann. Aber auf jeden Fall im Sideboard sehr, sehr empfehlenswert. Ist auch mit Teleport super. Ja. Ist auch sinnvoll, weil der Effekt geht ja auch vom Feld. Genau. Würde auch gehen, dass wenn ein Gegner Monkey rauslegt, man Teleport drauf unchained, ja, dann könnte man eben den Effekt noch abholen. Genau. Also wir haben uns jetzt auch jetzt für diese Handtraps entschieden im Grunde, oder beziehungsweise mal darüber diskutiert, weil in Zukunft ja jetzt der Twin Twist rausgekommen ist. Man weiß jetzt nicht, wie entscheidend diese Karte sein wird, ob man da noch Floodgate spielt oder nicht, wie zum Beispiel Kaiser Kolosseum, wie Antimagischer Duft zum Beispiel. Ich hab zum Beispiel eine Zeit lang die Karten gespielt, kamen natürlich sehr gut an, waren echt gut. Ja. Hat man dich deswegen Tati Floodgates genannt? So heiß ich, ja. Hab aber auch wegen den Karten wirklich gewonnen. Aber ich denke, dass es vielleicht in Zukunft nicht mehr gut sein wird. Einfach durch diesen Twin Twister, der einfach zwei Karten schießen kann, ist einfach zu gute Karte. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das hier eine Alternative für das Sideboard oder auch ein paar Karten vielleicht fürs Main. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall sehr gut. Und Potenzial auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Ja. Ja. Und hoffe. Wir hoffen, wir konnten euch damit helfen. Genau. Schreibt dann in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet. Danke euch. Hey Jungs, Servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.